Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal Erklärungsnot zu einem neuen Let's Test angezockt. Heute mit Catbait. Gefunden auf Steam, einen kleinen Katzen-Dan-Morko-Spiel. Mit meiner Wenigkeit Klunkertrache. Und der gute Michel wird heute wieder für euch zocken. Grüßt euch. Hallo. Ja, Dan-Morko auf dem Kanal sehr beliebt, bei uns sehr beliebt. Also spielen wir es natürlich auch. Und Katzen sind so beliebt. So ist es. Ja, Play. Oh, man hätte ja eben Schwierigkeitsgrad noch einstellen können. Katze. Okay, mal sitzen. Katzen ist denn aus wie eine. Also immer einen Verbündeten wählen. Okay, gegen die bösen Mäuse. Wir müssen uns gegen Mäuse wehren als Katze. Was ist denn hier los? Zukunft kannst du noch zwei weitere auswählen, okay. Tja, Bogenschützenkatze oder Druidenkatze? Bus entfernen. Gabe der Naturmeister. Die Rufwurz sind dabei, die feineren Hindern zu dir zu gelangen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Schaden, dann macht er auch Schaden. Abklingzeit 1,1 und das 4,5, das ist schon lange Abklingzeit. Ich glaube, die nehme ich extra Schaden. Schnelle Pfoten haben stimmt. Keine Angst vor Mäusen. Ach, der Bogenschütze steht dort oben drauf. Guck an, da ist auf dem Turm. Wo ist jetzt meine Maus hin? Die sich füllt. Wenn die Anzahl der Feinde zunimmt, wenn die vollständig gefüllt ist, werden die Feinde schneller. Ja. Okay. Irgendwie ist meine Maus weg. Ja, ich sehe gerade keine. Achso, okay. Boah! Gesundheit im Auge. Wenn der Füll wird, bin ich erst gut. Okay. Ach, mit Shift mache ich das, okay. Kannst du Münzen finden? Wir sind. Was? Du bist ja eigentlich auch nur eine Köderkatze. Und die Köderkatze selbst. Ah. Und Katze, Katze. Erste Welle von Feinden bestimmt. Achso, wellenmäßig, ja. Ja, klassischer Wellen. Wellenmodus. Tutorial liebst du Wellen. Okay, Wellen. Ah, jetzt kann man was auswählen. Mehrverschuss, schön schlecht. Aber es ist interessant, dass du sozusagen deinen Assistenten, den du hast, den rüstest du aus und machst den besser und du bist wirklich nur die Lockkatze. Ja, ja. Ab und zu kann ich mal so mit meinen Krallen da um mich rumschlagen. Aber es ist irgendwie ganz witzig. Schnell erspannen, mehr Verschuss. Drücke, was sind hier? Erworbene Fähigkeit zu sehen, wird die erworbenen drei angegebene Schnellzugriffe. Ach, mit Q. Ja. Ah, okay. Ach, so. Da kann man zweimal mehr Verschuss. Okay, dann machen wir den gleich nochmal. Hast aber ein scheiß Leben als Lockkatze. Boah, sind schnell! Die sind schnell!
hier liegen, ne? Naja, klar. Haben wir ja gemerkt, zumindest können wir sie ein kleines bisschen zurückpushen. Die Schamanenkatze oder Bodybuilderkatze. Bodybuilderkatze. Okay, also einen schönen Humor haben sie. Überall hin. Sie fallen in einen zügigen Radius um den Spieler herum. Hoffentlich treffen die mich nicht. 3,5. Bodybuilder-Katze, da oben ist er. Ja, Bums. Zack, wird so in der Amboss runtergeknallt. Wenn er trifft, ist der Amboss nicht schlecht, aber... Letzte Welle, okay. Nach jedem Sieg oder jeder kannst du im Hauptmenü die Option globale Verstärkung wählen. Dies wird dir helfen, jedes Mal stärker zu werden. Okay. Probieren wir aus. Okay, in der nächsten Welle kommen die normalen Mäuse, die... Jetzt habe ich was ein bisschen cool gedrückt. Nein. Was? Niederlage? Ja, ja, und du warst am Gegner. Globale Verstärkung, na dann drück's mal. Guck einfach mal, was das bringt. Ah, alles klar. Ach so, ja, mit Münzen natürlich. Guck mal, jede Verbesserung erhöht den Schaden um 4%. Das könntest du zum Beispiel sogar kaufen. Ja. 5-mal kann man das aufwerten. 150, 300, 200, okay. Okay, na dann. Nochmal neu. Obwohl die Frage ist, musst du das Tutorial jetzt immer wieder machen, oder? Ich hab jetzt nur das Tutorial. Warte, ich geh doch mal raus. Stimmt. Zum Menü. So. Hier. Ach so, das ist nur Tutorial. Hast du nicht da drüben, hast du nicht drüben so ein Pfeil auf der rechten Seite, wo es weitergeht? Nee, nicht dort, unten drunter. Da. Nee, ich meine der hier drüben. Ah. Und den schon mal. Okay, also dann musst du den. Okay, dann musst du das Tutorial abschließen. Ja. Aber da kannst du einfach durchdrücken, ist ja egal, wir haben ja jetzt alles gelesen. Ja. Ich habe jetzt mal Light gemacht, damit wir da auch das andere zeigen können. Na klar. Boah, diesmal vertrauter auf der Bodybuilder-Katze, du bist aber... Ich fand die zum Beispiel nicht so brülle, weil die einfach wahllos das Zeug hinknallt. Ich hab schon zu schnell gedrückt gerade. Boah, Alter. Da schmeißt er 10 Ambosse und trifft nicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Also der Amboss-Typ, der ist zum Kotzen. Ja. Was soll das sein? Meine Laufgeschwindigkeit. Knall Amboss raus, da muss treffen. Ja. Beschissenen Mäuse, die kriegen aufs Maul. Oh, mein.
Meine Güte. Jetzt sieht viel noch nicht drin. Also ich sehe ungefähr, wo der... Ganz genau gesagt. Ah, jetzt hat er ihn. So. Oha. Ja, schau mal, Katze. Oh ja, die ist gut. Komm. So, sehr gut. Los geht's. Letzte Welle. Auf jeden Fall. Wow. Nein. Noch drei Gegner. Noch einer. Sehr so. Gut. Nochmal Schaden erwähnen. So. So, Level-Auswahl. Ah, siehst du? Feinde verursachen einen Schaden. Gesundheit der Feinde steigt mit jeder Welle um 6%. Feinde in der Arena. In der Arena Border beschleunigen 50. Okay. Mönchkratzer. Eine Aura, um die Köderkatze zu beleuchten. Okay. Auf jeden Fall besser als die Bodybuilder. Boah, die Bodybuilder-Katze fand ich jetzt auch nicht berauschend, also bin ich ganz ehrlich. Okay. Das ist wieder so. Okay. Fast so wie das andere vorne. Ja, der andere dann Morku, genau. Die Mucke geht auf alle Fälle ins Ohr. Macht des Mantras. Miaut zweimal ihre heilige Mantras, wodurch die Aura stärker wird. Mehr von ihrer Seele und vergrößert den gesegneten Bereich. Oh, und ich renne rein. Oh, jetzt muss ich noch stärker werden. Mensch, Katze! Die ist ganz gut. Ja, ich fand die Bogenschützen-Katze war gut, aber die Bodybuilder-Katze war halt kacke. Ja, das stimmt. Grüße gehen raus an Horle, Bodybuilder sind kacke. Boah, guck mal, wie die hier auftreten. Ach so, nee. Das X ist ja eine... Ja. Das sind die Bogenratten. Ja. Ich denke mal, da taucht gerade Gegner auf. Ich bin nur noch nicht schon mal. Was ist das? Uiuiuiui, wo willst denn du hin? Okay.
60 Gegner. Das ist schon ordentlich. Hat echt einen Scheißjob, die Katze, ne? Die rennt hier rum. Muss ihre Pfoten hinhalten. Dicke Wicklung. Aber die paar Leben, die man hat, das ist echt. Da muss man echt aufpassen. Ui. Ich denke mal, bei diesen X kommen die, aber das sind ja die Pfeiler halt. Ja, zu die X solltest du halt nicht laufen. Ja. Nicht durch die X laufen, okay. Das war's. Oh, das ist echt nicht leicht. Ich hab schon auf leichten Schwierigkeitsgrad. Ja. Und ich kann immer nur das leisten hier. Mehr Schaden. Ja, du müsstest halt eine Runde warten, um mehr Medaillen zu kriegen, um halt dann sozusagen in der nächsten Runde was anderes kaufen zu können. Mit einem besonderen Beruf Fertigkeit schon wert. Das ist hilfreich. Jede Verbesserung erhöht die Gesundheit, du meinst. Diese beiden Sachen. Aber mehr Münzen, dann kann er auch mehr kaufen, weil, also, wenn sie mehr fallen müssen, aber nur 2 Chancen, 10% ist nicht viel. Die beiden Sachen muss man umkriegen. Ja, das ist richtig. Aber ich würde sagen, ich weiß nicht, willst du noch eine Runde oder? Ja, ich glaube, das reicht für einen. Okay. Würde auch sagen, man hat alles gesehen. Was ist so deine Bewertung? Also es mit den Katzen, mit den verschiedenen, das ist schon echt witzig. Spieltechnisch ist es schon echt schwer. Da muss man echt aufpassen, wo man langläuft und also es hat schon irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Also aber es ist noch ein bisschen auch, also auch, dass man jetzt nicht sich selber, sondern halt die Begleiter halt da hoch macht. Ja, teilweise sich selber dann mit diesen Dings Upgrades. Ja, was gibt man da? Unentschlossen, genau. Also den letzten hatte ich da eine 7 gegeben, den würde ich jetzt nicht so ganz so. Und mit Katzen, das ist ein Katzenlocking. Ich gebe den auch eine 7. Weil es Katzen sind. Ja, Katzen geben immer einen Pluspunkt, ist ja ganz klar. Ich persönlich finde es auch gut, finde aber die Ausgewogenheit der Katzen ein bisschen schwierig, weil die Pfeilkatze zum Beispiel fand ich sehr gut. Die Mana-Katze finde ich jetzt nicht so brille. Die Mönchkatze ist gut. Die Amboss-Katze, die finde ich richtig mies. Also ich finde es schon ein bisschen auch abhängig davon, was für Glück man hat, welche Katzen man bekommt. Ja.
Ansonsten ist es ganz nett, aber ich muss sagen, im Verhältnis, ich finde es cool. Mir würde es auch Spaß machen, mir hat es auch Spaß gemacht zuzugucken. Aber bei mir wäre das vielleicht so eine 5 von 10. Weil mir fehlt da ein bisschen was. Also es ist ein guter Gedanke und ich finde den Gedanken an sich cool, aber es ist vielleicht jetzt nicht meine Art von Dan Marco. Aber ja, vielleicht ist es ja eure Art von Dan Marco und wenn es das ist, dann schreibt es doch rein. Ja, lasst eine positive Bewertung da. Wenn es euch gefallen hat, ein Abonnement, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Let's Test angezockt. Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao.